dazu okay? Muss ich da irgendwas dran Probier's machen? aus, dreh das Ding. Ja, ich glaube, das ist okay. Du weißt, dass ich das gerade extra gemacht habe. Ja, was? Du siehst ja hier. Ich hab's nicht erwartet. Ich hab's nicht erwartet. Guck mal, dieser Pinöppel, ja? Und ja. Auch hier dieser Pinöppel, ja. Die müssen da drin. Wenn du so drauf drückst, du sagst, das ist fertig und ich sehe, dass dieser Pinöppel nicht drin ist, weiß ich, dass es nicht fertig ist. So, Jungs und Mädels. Ja? Ich mach das alles nur, damit ihr noch ein bisschen mehr zu lachen habt. Ach Gott. Das ist ein wunderschöner Abend. Das passiert. Ja, ich bin noch fertig. Ich bin noch. Ohne Scheiß, diese neuen Arbeitskräfte. Ja, das ist halt so oft. Ich bin noch fertig, ich bin noch fertig. Und dann. Kennt ihr das nicht auch bei Arbeit, ja? Für jeden Fehler, den ich finde, eine Flasche Bier oder so. Das ist in der Küche auch damals so gewesen, ja? Es ist. Haben die Leute auch gesagt, ja, für jeden. Kommt der Azubi aus dem Kühlhaus. Man sagt den, hol mal irgendwas aus dem Kühlhaus. Kommt der Azubi wieder. genau. Also, man sagt zum Beispiel, da sind aber keine Möhren mehr im Kühlhaus oder irgendwas anderes. Oder sagst du, ja, oder hol mal ne, Lachs aus dem Kühlhaus. Also, da sind aber kein Lachs mehr. Ja, für jeden Lachs, den ich finde, gibt es eine Flasche Bier oder so. Da gibt es einen Euro. Kennst du das nicht? Genauso, für jede Kugel, die rausfällt, gibt es eine Flasche Bier nachher. Also, Jungs und Mädels, das war's erstmal mit dem Zotac Cup Monthly Final. Ich lasse euch, also Outro kommt gleich. Jetzt kommt erstmal die wunderschöne Tetris-Musik. Moment, der gute. Ich dachte, nach dem Outro kommt die Tetris-Musik. Nein, wir machen das jetzt noch mit in der Show rein. Alles klar. Ja? Das heißt, der gute Hendrik darf jetzt erstmal schön die Dosen aufbauen. Ich werde mich hier gemütlich, er darf auch die Kugeln wieder einsammeln. Ja, das wäre. Und ich werde euch mal mit wunderschöner Tetris-Musik begleiten. Ja? Nebenbei werde ich mich, glaube ich, schrottlachen. Viel Spaß. Du sollst aber nicht aus dem Bild verschwinden. Nee, aber ich muss die Kugel hier hinten holen. Ah. Oh, Mori hat Beine. Moment, war das jetzt die letzte Kugel? So, ich glaub, du kriegst das Bild, aber sogar auf Vollbild. Danke, danke. Hier unten sind nur. Hört man mich eigentlich noch? Bitte? Hört man mich eigentlich noch? Ich weiß nicht, wenn du dich nicht gemütet hast, hört man dich noch. Ja, sehr geil, okay. Also das Einzige, was ich hier unten sehe, sind deine Schuhe. Und da möchte ich nicht zu mir rankommen. Ja, dann hast du alle Kugeln. Kannst du nachzählen, ob es alle 100 sind. Guter Plan. Aber ich sehe echt 100? Sind es nicht 99? Ich meine, ich habe keine gesehen mit 3 Ziffern drauf. Aber du siehst keine mehr. Ansonsten, wenn ich dich das nächste Mal irgendwie hier rumlaufe und dann auf einmal hinfliegen höre, dann hast du definitiv welche gefunden. Okay, ich habe immer noch Angst, dass ich das kaputt mache. Ah, haha, ich glaube, ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Moment. Ja. Du sollst den Dosenturm wieder aufbauen. Ja, Gott! Ich wollte gucken, ob die wirklich wieder funktioniert. Okay. Okay, ich brauche mehr Dosen. Ich habe da jetzt ein Zwischenfall ausgetrunken. Ja, da liegt auch welche auf dem Boden. Gott! Ich bin zu alt für sowas. Schieb mal den Stuhl weg, dann sieht man dich besser. Ich hab Angst. Ich hab echt Angst. Wenn das jetzt hier alles zusammenkracht, hab ich voll verschissen. Hier. Okay, ich muss das hier von vorne visualisieren. Oh Mann, ich krieg zittrige Hände, wenn ich sowas kaputt. Wow. Alles klar. Ich glaube, ich hab's. Ist das schon die maximale Höhe? Ist das schon so hoch, wie das sein muss? Die oberste Dose ist natürlich mal in meiner deutschen Dosenbaukunst stehen geblieben. Das ist echt krass, ja. Aber das ist schon. Okay, wenn das die oberste ist, dann ist das ja schon ziemlich gut. Hier steht noch eine rechts am Rand, das heißt, ich muss hier noch eine draufstellen, glaube ich. Jetzt mach mal nicht so, dass du den ganzen Turm verdeckst. Bau mal mehr von der Seite auf. Es ist schwierig, weil ich muss ja von vorne die Vision haben. Du brauchst keine Vision, du brauchst einfach nur einen Dosenturm. Aber guck mal, wie viel davon stehen geblieben ist. Kannst du mal sehen, wie solide das gebaut war.
find's witzig gerade. Weiß nicht, wie es euch geht, aber. Und es wird als Dosenstream in die Geschichte eingehen. Ich glaub's auch. Das sieht nicht richtig aus. Es sieht nicht richtig aus, Gott! Warte mal. Erhöhter Schwierigkeitsgrad. Was? Ich hab Duels. Du stehst zwischen mir und meinem Feierabend. Irgendwer muss das Studio abschließen. Warum hast du Dosen mit Dellen drin? Scheiße, ey. Ja, was meinst du, warum die Dellen drin sind? Das ist eine Core-Dose. Die ist ganz innen. Die habe ich nicht umgeworfen. Dann sind das Stabilitätsdellen. Die müssen da drin sein. Oh mein Gott. Du kennst dich von den Simpsons Beschleunigungslöcher? Doch, selbstverständlich. Ja. Also ich mache mir nur Sorgen, wenn das 10 Minuten Tetris-Theme abgelaufen ist. Und du es dann noch nicht geschafft hast, es wieder aufzubauen. Laber! Das ist das wirklich... Eigentlich hätten wir die Dosen mal abziehen müssen. Nee, ich habe keinen Plan. Dann guck doch mal, wie die andere Seite aufgebaut ist. Ja, ich darf nicht drum rumlaufen. Steh nicht vor dem Tür. Natürlich darfst du drum rumlaufen. Du darfst nur nicht dauerhaft vor den Dosen stehen. Guck mal, du siehst dich da im Bild selber. Ich habe kein Feeling dafür. Muss ich hier hinter noch eine stellen? Ich glaube ja. Aber da habe ich... Ach so. Ich glaube, ich check's. Ja, ich habe Angst. Ich habe wirklich Angst. Es wird alles umkippen. Das passiert nicht jedes Mal. Sowas wie Jenga oder so kannst du mit mir überhaupt nicht spielen. Da krieg ich die Krise. Ich glaube, wenn wir unsere andere Azubine noch holen würden, wäre die sogar schneller als du. Was? Die würde noch mehr reden als ich. Ich finde sie lustig, aber... Die redet. Gott. Alles klar. Also, ich vertraue deiner Dosenbaukunst da ehrlich gesagt nicht. Guck mal, siehst du das, diese drei Dosen da? Ohne Scheiß, warte mal. Ich suche mal noch eine zweite Kamera. Ich habe hier noch eine Kamera, die ich nochmal einbinden kann, glaube ich. Wenn ich gefunden habe, werde ich die natürlich zeigen. Dann werde ich damit mal rumgehen. Alles klar. Wo habe ich die denn hingelassen? Das ist so... Ohne Scheiß, du kannst auch nicht drei Dosen direkt übereinander... Also die müssen sich ja gegenseitig Halt geben. Also, ja, was? Ja! Aber ich baue ein System weiter, das du erfunden hast. Also ich meine, im Prinzip... Du siehst ja, wie stabil es war, obwohl du da mit voller Romstigkeit dagegen gerannt bist. Wenn ich das Ding gebaut hätte, wäre ich dagegen gefahren und der Tisch wäre kaputt gegangen, aber der Turm wäre ganz am Stück auf den Boden gefallen und wäre immer noch so zusammengeblieben. Also, mit Worten kann er ja schon um sich schmeißen, ne? Und mit Dosen. Und mit Dosen, ja, der war nicht schlecht, das muss man dir lassen. Dankeschön, das freut mich. Ach so meinst du das? Ah, warte, ich glaube, ich habe die... Ich glaube, weil hier stehen die Dosen immer nur halb nach hinten versetzt drauf, auf der anderen Seite, bei mir jedoch nicht. Das heißt, ich muss... Ach, er ist schon selber drauf gekommen. Guck mal, ich hole mal gerade die Kamera. Muss ich jetzt mal erweitern und dann nehme ich hier einfach mal die Dosen wieder weg, glaube ich. Ja. So. Oh mein Gott. Ohne Scheiß, ich komme nach Hause und meine Freundin ist bestimmt so: Hey Hendrik, wo warst du denn die ganze Zeit? Ja, wir nennen uns immer noch beim Vornamen. Das finde ich angenehmer als Schatz. Ganz im Ernst, geht mal in eine Bahn und sagt: Schatz! Und es werden sich, keine Ahnung, wie viele Leute umdrehen, weil sie glauben, die werden angesprochen, weil ihre Freundin und ihre Freunde sie genauso nennen. Ich unkreativ. Mach lieber irgendwas ganz Kreatives, was sonst niemand zu seiner Freundin oder ihrem Freund sagt. Ja. Irgendwas. Dödel. Perfekt. Ich sehe hier auf jeden Fall jetzt schon mal deutlich mehr System als vorhin. Also ist jetzt dieses wunderbar versetzte 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Also du hast echt Glück, dass ich das nicht finde gerade. 4. Quatsch. Du hast jetzt richtig viel System. Bitte? Ich habe jetzt richtig viel System hier. Ich weiß ja nicht, was du jetzt die ganze Zeit allein gemacht hast. Läuft das Tetris-Team noch? Du bist ja schon fast durch und was ist noch nicht mehr fertig. Ah! Ja, immer da, wo man zuletzt sucht. Weißt du, wo die Kamera ist?
Da hinter dem Monitor? Da, wo ich sie zuletzt gelassen habe. Das ist aber, es ist aber schön. Wenn du eine Freundin hast, dann sind Sachen nie da, wo du sie zuletzt gelassen hast. Ich will jetzt nicht in irgendeinen Comedian Mario Bart-Schiene schlagen, aber es ist verdammt nochmal so. Ich hab ein System in meinem Chaos, das wunderbar zu überblicken ist. Aber wenn dann auf einmal meine Freundin kommt, oder ich, keine Ahnung, ich lasse sie aufräumen. Ich meine, ich finde es schön, wenn sie aufräumt. Das finde ich klasse. Aber dann, ich finde einfach nie wieder irgendwas. Du, ich habe aus irgendeinem Grund schon mehr Dosen verbraucht, als ich hatte. Aber es ist mehr System drin, weil du hattest es nicht ganz. Wie schaffst du das denn? Ohne Scheiß, warte mal. Jetzt machen wir gleich nochmal eine schöne Mori-Cam. Da sitzt eine Dose falsch. Ja, wer denkt eigentlich, dass so ein abgestandener Turm Energy Drinks irgendwie gut wäre? Abgestandener Turm? Du sagst sogar noch das... Also ich hab nur vorgelesen. Ich hab nur vorgelesen, was gerade im ISC geschrieben wurde. Ah. Mori Kameramann. Ja, sehr gut. Warte, jetzt habe ich irgendwie noch... Na, anders muss sein. Ich brauche mehr Dosen. Du hast mehr Dosen? Nein! Nein! Das ist Tobi Wahn, unser toter Streamer. Du weißt, dass das noch aufbauend aus, ja? Ich höre gelästiges Lachen von nebenan. Also pass auf, Moment. Ich stell das mal gerade auf. Kann man hier so allein stehen? Ne? So sieht ein verzweifelter, wie viel ist dein Arbeitstag? Trainee aus? Dein Arbeitstag dann, wie viel der das ist? Achso, am Pass auf. 8. 8. Arbeitstag. Dein 8. Arbeitstag? Dude, what did you do? This is not fair. This was made with so much love. So, hier. Ich geb dir so viele Dosen, wie du brauchst, ja? Nobody to see you, I guess. Get him, he did it! So viel Schikane von Dota. Weißt du, wie kompliziert das gerade ist, dass ich hier die Kamera noch nebenbei halten muss, halbwegs? Ja, nichts Multitalent. Carsten, okay, Türme bauen in Ordnung. Also hattest du zwei Jobmöglichkeiten, Architekt oder StarCraft-Caster. Aber Kameramann ist wohl nicht dein Ding. Dafür habe ich Leute. Normalerweise hättest du die halten dürfen. Ich krieg die Krise, ey. Du weißt, dass das Tetris-Team aufgehört hast. Du brauchst schon über 10 Minuten, um das Ding aufzubauen. Ich wäre fertig gewesen, wenn Tobi war nicht gekommen wäre. Oh, ist das herrlich. Ohne Scheiß, morgen ruft Raubtierpause an. Alter Hendrik, du hast ja einen klasse Job gemacht. Wir haben so viele Dosen verkauft. Alle Leute wollen Türme bauen. Ja, gute Idee. Kauft Dosen, schickt uns... Das ist nicht gerade wirklich passiert, oder? Nein, das ist nicht gerade passiert. Das ist nicht ohne Scheiß. Das ist nicht passiert. Also ich habe noch nie jemand so Unfähiges gesehen, einen Dosenturm aufzubauen. Also, jetzt war ohne Witz. Wie machst du sowas? Das Ding war fertig! Ich krieg die Krise. Echt? Ich kann weinen. Wie kannst du... Alter. Wow. Ist das... Was ist das? Ah! Naja. Ich bin so traurig. So gut einfach, der Typ. So gut. Ich muss noch nebenbei irgendwelche Sachen sagen. Ich glaube, niemand will mir so lange zuschauen, wie ich diesen Turm aufbaue. Ach, ich glaube, das geht ganz gut. Hallo? Er hat den Turm kaputt gemacht. Tobi Wahn hat ihn kaputt gemacht. Warum holst du ihn nicht rüber? Weil er Streamer ist. Ach. Aber ich bin doch sogar... Ich bin aus deiner Gilde. Ich bin ein StarCraftler. Ich bin... Keine Ahnung. Den Dota-Typen lässt du laufen. Und den StarCraftler, den benutzt er hier. Naja, schaffst du mal so viele Zuschauer wie Tobi Wahn zu haben, dann... Ja, ich dachte... Ach, das geht hier wirklich um Zuschauer? Es geht hier wirklich um... Die Hierarchie, ja. Volle Wurst. Eines Tages, mein Freund, eines Tages sitze ich hier in einem Studio und habe so viele Zuschauer. Also pass auf, Tobi hat ein Studio, ich habe ein Studio. Ja. Und du darfst Dosen aufbauen. Finde den Fehler. Ja.
Also hier sehen Sie jetzt den Dosenturm, wie man ihn nicht aufbaut. Also, wenn ihr petzen wollt, dann facebook.com/Raubtierbause im Übrigen. Ich glaube, die freuen sich darüber. Ja, ich glaube auch, dass sie sich darüber freuen. Und warum baut man den so nicht auf? Warum baut man ihn nicht so auf? Die stehen doch fast gut. Nur die. Ja, jetzt halbwegs hast du das Prinzip begriffen, aber ich glaube, er wird nie mehr wieder so aussehen wie vorher. Wie lange hast du... Vor allem mit wie wenig Dosen ich ausgekommen bin und du holst dir ja noch Paket um Paket dazu. Bei mir ist Liebe mit drin! Liebe! Die braucht mehr Dosen! Er braucht hier ein komplett neues Paket, ehrlich gesagt. Ich hab immer noch Angst. Der wird nie wieder so feststehen wie früher, da gebe ich dir recht. Leute wollen schon VOD haben davon. Das gibt's ja, 100 Pro. Get off! Don't come close! Ich fühle mich richtig bedroht. Der steht jetzt auf der anderen Seite hier vom Tisch. Mori hat gesagt, der Tisch ist breiter als ein Bett. Da muss er auf jeden Fall noch einen Meter rumlaufen. Ich weiß nicht, was ich mit den anderen beiden Dosen jetzt machen soll. He's talking shit, Toby. He's talking shit. Er sagt, dass unsere Admin-Kollegen übersetzen für ihn alles, was ich gerade sage. Natürlich. Oh mein Gott! Ist er fertig? Ist er fertig? Der ist fertig, oder? Also der sieht ein bisschen krüppelig aus, oder? Halt die Klappe! Der ist fertig! Das war ohne Scheiß. Also wir können ja mal auf die Originalkamera schalten. Aber der sieht nicht... Toby, das ist, Lass ihn gehen! Lass ihn einfach gehen! None of your business! Also der sieht ja alles andere als, It's so funny. I don't think so too. I'm really scared. I just wanna get this go for, like, going home. Ich will nur von Mori gesagt bekommen, dass ich jetzt nach Hause gehen kann, dass das in Ordnung ist. Originalzustand wieder aufbauen. Du Alter, zwar, das wird nicht... Du warst zwar höher als vorher, aber guck doch mal, dass diese Seite ein bisschen... Mach mal bitte nochmal Originalkamera. Der sieht doch auf der anderen Seite noch total verkümmert aus. Guck das mal an hier. Da. Siehst du das? Ich kann nicht von dieser Seite weichen. Guck mal, hier fehlt doch mindestens noch eine Dose. Hier. Ja, okay. Und hier auch. Alles klar. Ja. Yeah. Ja, still. You got it, like the key piece, like the last thing of the puzzle. Ich hab richtig Schiss. Er geht um den Turm drumherum, um das. Evil Toby. Kannst du mal sehen, wie viel Liebe da drin gesteckt hat? Warum redest du jetzt von Liebe? Wenn du das nächste Mal hier sitzt, bist du, glaube ich, ein bisschen vorsichtiger und knallst nicht immer gegen so einen Turm. Aber der steht auch doof. Wie, der steht doof? Du baust den doch gerade auf! Nein, ich meine, der steht doof hinterm Co-Caster-Platz, wenn es den überhaupt gibt. Natürlich gibt's den. Er kommt wieder. Nein, don't do it! Don't do it! Don't do it! Don't do it! God, I don't wanna see it! Ich glaube, wir werden heute nicht mehr fertig. Ich hab Angst, ich will das nicht sehen. Es läuft halt immer noch die Tetris-Musik. Ich hasse. Ja, stimmt, die Logos müssen eigentlich nach vorne. Hat er recht. Ich denke, Master. Ja, can you... Doesn't matter! Can you get this... Like, can you get going? Like, it's... That's... Solid. You've destroyed yourself. What? I did? You're like pure evil. I'm not pure evil, man. You got me wrong. Why? What did you do? I demolished something which wasn't my right. Yeah, but he did that side. It was his thing. Er sagt, er hat etwas zerstört, was nicht richtig war, aber es war Muris Hälfte, die er zerstört hat, nicht meine. This one is still... You've got no back. I know there was no back. It's retarded. Don't talk like that about Raubtierbrause. It's not retarded. No. Your stack is retarded. It's special needs.
So sieht ein verzweifelter Turmbauer aus. Sehr gut, dass er es nicht alleine hinbekommt. Ich hab's alleine hinbekommen. Es war wunderschön. Wie scheiße der aussah. Still sucks. Yeah. Your base is wrong. All your base are belong to us, sirs. That looks pretty neat. We just need the top thing. Yep. Dude. Let's just finish it off. Like, maybe one there. Oh, just one on the top? Okay, fine. Well, that's not just so not solid. Who was the person who knocked this down? I don't know that. I have no idea. I don't know. Ja, ich bock noch ein anderes Lied dran zu machen. Ja, mach. Ja, war nicht immer das Gleiche. Jetzt ist doch gut, oder? Passt das so? Weiß nicht. Was sagen denn die Zuschauer dazu? Es ist schief! Ja, ich glaube, an dieser Seite ist das Wix. Nee, keine Ahnung, es sieht auf beiden Seiten schief aus. Ah, auf dem Stream sieht es halbwegs gut aus, glaube ich. Oder? Sagen die Leute? So. Nein, ich finde es gut. Mir gefällt's. Der neue Turm sieht mies aus, ja. Der alte. Siehst du? Der alte war unscheinbar. Den hat niemand gesehen. What? Thank you, Toby. Ja, klar. So ein Schleimer. Guck mal, der Cast hat so viele Zuschauer. Ich muss ihm sagen, dass das gut aussieht. So, jetzt würde ich aber sagen, pass auf, machst du die Abmoderation noch? Kann ich, glaube ich. Und ich mach für dich, ja, muss dich setzen auf den Stuhl. Guck mal, das ist ein Stuhl. Ich halte es immer noch für eine Falle. Erinnerst du dich daran, dass man sich diesen Platz verdienen muss? Lass die Abmoderation machen. So, jetzt machen wir die Kiste, alles was stört. Das muss ja seriös wirken. Halbwegs. Ob das jetzt noch geht, ist natürlich eine andere Frage. Sollst das runter vom Tisch nehmen? Alter. Einmal mit Profis arbeiten. Ja, du sagst dir jetzt zum dritten Mal? Natürlich sage ich das zum dritten Mal. Ich stell dir schon mal alles ein. Dann machen wir eine Überblende Deluxe hier. Fühlst du dich bereit, dieser Aufgabe gewachsen? Ich glaube schon. Noch aus dem Bild verschwinden, ne? Dann machen wir das aus. Muss ich irgendwo draufklicken oder machst du das vollautomatisch? Nein, ich traue dir das noch nicht zu. Alles klar. Jetzt muss ich ja nur gucken, dass ich hier irgendwie rumkomme. Das wünscht den Leuten. Sieht man mich jetzt auf dem Stream? Nein, ne? Nein. Alter, was mache ich denn hier für akrobatische Übung? Also, mach die Abmoderation und dann ist Feierabend für heute. Bedanke dich fürs Zuschauen, weise Leute nochmal auf die Facebook-Seite hin, auf MyStarCraft hin, dass sie da die nächsten Streams finden, dass es die Tage eine Überraschung gibt. Okay. Also, go, go. Alles klar. Also, meine Damen und Herren, liebe Zuschauer, ich bedanke mich für den Stream heute, dass ihr alle prächtig zugeschaut habt. Der Muri hat jetzt erstmal abgedankt, ab sofort übernehme ich hier alles. Weitere Informationen findet ihr selbstverständlich auf MyStarCraft. Da gibt es nämlich auch das Gewinnspiel zum Kalender von StarCraft 2. Den könnt ihr gewinnen, indem ihr einen Comment postet zum Kalender. Du weißt, dass es keine Kalender mehr gibt. Nee. Den hast du doch gerade verlost, du Nase. Den habe ich verlost. Den Kalender habe ich verlost. Selbstverständlich. Der Turm steht wieder. Tobi, wann kommt nochmal ins Bild? Ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr in Zukunft auch wieder einschaltet. Geht auf MyStarCraft, schaut euch da die News an. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und einen schönen Abend noch.
ist der Razer. Aber nicht alle von Razer würden nicht. Das habe ich ja nicht gesagt. Warum macht jetzt Feierabend? Ja. We'll be right back.